Herzlich willkommen zu unserem IHK-Spezialwebinar Mitarbeiterentsendung nach Polen. Mein Name ist Claudia Glas und ich betreue in der IHK Schwaben den Länderbereich Osteuropa. Beim Thema Mitarbeiterentsendung hat jedes Land seine eigenen Vorschriften und Regelungen. Welche das für Polen sind, wird uns heute Herr Fedorczyk beantworten. Herr Fedorczyk ist Leiter des Geschäftsbereichs Recht und Steuern der Deutsch-Polnischen Industrie- und Handelskammer und uns jetzt aus Warschau zugeschaltet. Hallo Herr Fedorczyk, herzlich willkommen. Jetzt hören wir Sie leider nicht. Hören Sie mich? Jetzt klappt's super. Hören Sie mich auch? Ja. Ja, ich höre Sie wunderbar. Grüß Gott. Okay, herzlich willkommen und schön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und uns einen Überblick geben, was Unternehmen alles beachten müssen, wenn sie ihre Beschäftigten nach Polen entsenden. Super. Noch etwas Organisatorisches von meiner Seite. Sie haben während des Vortrags die Möglichkeit, Fragen in den Chat zu schreiben, die Herr Fedorczyk dann im Anschluss gerne beantworten wird. Nun übergebe ich das Wort direkt an Sie, Herr Fedorczyk, und wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Frau Glas, für das erteilte Wort. Vielen Dank für die sehr angenehme Einleitung. Meine lieben Damen und Herren, Roland Fedorczyk mein Name. Ich werde Sie jetzt die kommende Stunde durch die Irrungen und Wirrungen der Arbeitnehmerentsendung nach Polen begleiten dürfen und Ihnen einen Überblick verschaffen. Ich würde jetzt ganz unplanmäßig mit einer Corona-News anfangen in Bezug auf Polen. Und Sie werden sich fragen, was hat das denn mit der Arbeitnehmerentsendung zu tun? Das werde ich Ihnen gleich beantworten, denn am Montag hat die polnische Regierung den Freedom Day verkündet. Freedom Day bedeutet, dass bei der Einreise nach Polen, sei es jetzt eine private Einreise oder sei es eine Einreise im Rahmen der Arbeitnehmerentsendung, es keinerlei Registrierungspflichten mehr gibt. Es gibt keine Vorzeigepflichten, dass man vollständig geimpft oder genesen ist oder beziehungsweise, dass man negativ getestet worden ist. Diese Beschränkungen gehören jetzt erst einmal der Vergangenheit an, so dass auch dementsprechend die Registrierungspflicht bei der Einreise, sofern Sie mit einem Flugzeug eingereist sind, auch entfällt, vergleichbar mit dem, was man bei Einreisen nach Deutschland aus den Hochrisikogebieten mit der sogenannten Einreiseanmeldung kennt. Also insofern, wenn Sie auf Ihrer Frageliste die Thematik des Coronavirus hatten und der jeweiligen Einreisebeschränkungen, können Sie diese Frage gleich streichen, denn es gibt in diesem Zusammenhang keine Problemstellungen mehr. Meine lieben Damen und Herren, ein kurzer Überblick über das, was uns heute erwarten wird. Wir werden den heutigen Vortrag in insgesamt vier Punkte gliedern, wobei die Formalitäten in dem ersten Punkt besprochen werden, die formalen Grundlagen dann im zweiten Punkt. Im dritten Punkt möchte ich Sie auf ein paar Besonderheiten hinweisen, die, obwohl das neue Recht mehr in Anführungsstrichen mittlerweile zu setzen ist, weil es knapp 2 Jahre schon fast alt ist, vielerorts noch nicht bekannt ist. Und zum Schluss würde ich Ihnen gerne noch einen Überblick über die Kontrollen der staatlichen Arbeitsinspektion aufzeigen, wie eine Kontrolle der staatlichen Arbeitsinspektion ausfällt, wenn Ihr entsandter Mitarbeiter dann sich im Visier eines polnischen Arbeitsinspektors befindet. Deswegen werde ich diesen heutigen Vortrag eher weniger rechtstheoretisch darstellen, sondern im Allgemeinen mehr aus der Praxis für die Praxis. Fangen wir mal an. Meine lieben Damen und Herren, wer darf eigentlich entsendet werden? Das ist eine allgemeine Frage. Diese Frage werden Sie sich dann grundlegend stellen müssen, wenn Sie einen Arbeitnehmer nicht nur nach Polen entsenden, sondern im Allgemeinen ins Ausland. Und ich persönlich bin ein großer Fan dieser Definition. Namentlich, eine Entsendung liegt vor, wenn ein Beschäftigter sich auf Weisung des deutschen Arbeitgebers vorübergehend außerhalb des Geltungsbereichs des deutschen Sozialversicherungs-
Arbeitsrechts ins Ausland begibt, um dort eine Beschäftigung für diesen auszuüben. Ich habe Ihnen dick markiert die jeweiligen Voraussetzungen, die immer vorliegen müssen, wenn Sie einen Arbeitnehmer ins Ausland entsenden. Sprich, es muss sich zunächst um einen Beschäftigten handeln. Das heißt, Grundlage muss ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis sein, sprich ein Arbeitsvertrag. Es muss eine Weisung des deutschen Arbeitgebers bestehen, namentlich, dass sich dieser Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin ins Ausland bewegen soll. Diese Entsendung soll vorübergehend sein, also von vornherein zeitlich befristet. Und selbstverständlich muss es dann ins Ausland geschehen. Ausland ist in der Entsendungsdefinition immer dort, wo das deutsche Sozialversicherungsrecht aufhört, also sprich, wo die jeweiligen Landesgrenzen der Bundesrepublik aufhören. Es ist insofern wichtig, denn es gibt keine einheitliche Definition. Es gibt keine einheitliche Definition, die allgemein gelten würden, sondern diese Definition, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, das ist meine persönliche Definition, die sich in der Praxis sehr bewährt hat. Wenn Sie sich die Frage beantworten müssen, liegt eine Entsendung vor oder liegt beispielsweise nur eine Dienstreise vor, wird allerdings nicht für Frankreich oder gar Ungarn gelten können, sondern in der ersten Regel dann auch für Polen. Allerdings ist es dann, wenn man den Vorträgen der Kolleginnen und Kollegen aus Frankreich oder Ungarn hört, wenden sie die gleiche Definition an. Ich kann jetzt aber meine Hand nicht ins Feuer legen, welche Voraussetzungen gelten würden, wenn sie eine Entsendung beispielsweise in die Vereinigten Staaten zu organisieren hätten. Denn, und das ist ein riesengroßes Manko des internationalen Rechts, es gibt keine einheitliche Definition der Mitarbeiterentsendung. Wer kann entsendet werden? Welche Tätigkeiten werden von einer Entsendung umfasst? Wenn wir darüber sprechen, dass vorübergehend Tätigkeiten ausgeübt werden müssen, das sind, wenn Sie ein klassisches Industrieunternehmen sind, natürlich Werk bzw. Dienstleistungen, wie jetzt zum Beispiel eine Montage, aber auch grenzüberschreitende Beratungsdienstleistungen. Das ist gerade im Hinblick auf den IT-Sektor von besonderer Relevanz. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind jetzt beispielsweise ein IT-Beratungsunternehmen, haben bei sich einen Scrum Master eingestellt und dieser Scrum Master soll jetzt beispielsweise in einem polnischen Unternehmen eine Projekt durchführen und Projekt betreuen, dann wird auch diese Beratungsdienstleistung des Scrum Masters als eine Entsendung zu qualifizieren sein. Gleiches gilt dann auch im Hinblick auf grenzüberschreitende Führungsaufgaben. Hier ist eine besondere Unterscheidung, die immer zu beachten wäre. Haben wir es zu tun mit einem Gesellschafter, Geschäftsführer, einer GmbH oder haben wir es mit einem sogenannten Fremdgeschäftsführer zu tun? Bei einem Gesellschaftergeschäftsführer, wenn er denn als de facto Unternehmenseigentümer ins Ausland fährt, wird man es eher nicht mit einer Entsendung zu tun haben. Ein Fremdgeschäftsführer allerdings, der weisungsgebunden ist, wird an dieser Stelle dann eine Entsendung, wenn er Führungsaufgaben im Ausland beispielsweise für eine Tochtergesellschaft wahrnimmt, deren Geschäftsführer er nicht ist, dann wird es sich dann auch um eine Entsendung handeln. Meine lieben Damen und Herren, eine ganz besondere und wichtige Frage ist, wann dürfen Sie denn eigentlich einen Arbeitnehmer entsenden? Diese Frage mag in meinem ersten Augenblick vielleicht ein bisschen eigenartig für Sie erscheinen. Sie werden sich doch sicherlich sagen, naja, ich bin ein Arbeitgeber. Und wenn der Herr Dorczyk eben gerade gesagt hat, ich habe ein Weisungsrecht gegenüber den Arbeitnehmern, dann kann ich sie doch jederzeit entsenden. Und dann würde ich Ihnen eine klassische juristische Antwort darauf geben können. Es kommt drauf an. Es kommt drauf an, denn es gibt grundsätzlich zwei Grundlagen, auf denen Sie einen Arbeitnehmer ins Ausland entsenden dürfen. Einerseits das klassische Weisungsrecht des Arbeitgebers, aber die Einschränkung werde ich Ihnen gleich darstellen, oder eben gerade eine arbeitsvertragliche Grundlage. Denn Sie sind bei einem Weisungsrecht des Arbeitgebers gestützt auf den Paragraphen 106 der deutschen Gewerbeordnung. Das heißt, Sie können zwar grundsätzlich
frei bestimmen, wo und wann der Arbeitnehmer seine Tätigkeiten auszuführen hat, solange das im Rahmen eines billigen Ermessens ist. Ich lasse jetzt mal die Thematik von Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen aus. Das ist Ihr Recht, Ihr Weisungsrecht, welches sich aus dem Paragraphen 106 Satz 1 der deutschen Gewerbeordnung ergibt. Allerdings erfährt das eine erhebliche Einschränkung, denn in der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes hat es sich herauskristallisiert, dass wenn eine Entsendung länger als einen Monat dauern soll, Sie die Ihre Weisung als Arbeitgeber nicht auf Grundlage Ihres allgemeinen Weisungsrechts stützen dürfen. Dann bedarf es einer arbeitsvertraglichen Regelung. Und da kommen wir eben gerade zu dem Punkt, dass Sie, wenn Sie einen Arbeitnehmer für einen Zeitraum von über einem Monat ins Ausland entsenden wollen, müssen Sie klären, ob in dem jeweiligen Arbeitsvertrag, welchen Sie mit dem Arbeitnehmer abgeschlossen haben, eine sogenannte Entsendeklausel haben, eine Entsendeklausel, die Ihnen als Arbeitgeber das Recht gibt, den Mitarbeiter auch über einen Monat ins Ausland zu senden und er im Rahmen seiner Arbeitnehmerpflichten dem nachkommen muss. Oder wenn Sie so eine Entsendeklausel nicht haben, dann müssen Sie als einen sogenannten Vertragsnachtrag einen Entsendevertrag mit dem Arbeitnehmer abschließen, der dann die Grundlagen der Entsendevoraussetzung dann nachholt. So viel zu dieser Thematik. Sie werden sich jetzt sicherlich auch noch fragen, wieso hat uns der Herr Fedorczyk in den ersten 10 Minuten einen Überblick über das deutsche Recht gegeben? Wir sind doch hier, um in das polnische Recht uns etwas anzuhören. Und das kann ich Ihnen gleich sagen, wenn wir zu den formalen Grundlagen, zu dem zweiten Teil kommen werden, über die formalen Grundlagen einer Arbeitnehmerentsendung in Polen. Denn Sie haben in Polen die Pflicht, zwingend vor Beginn der Arbeitnehmerentsendung eine Registrierung zur polnischen staatlichen Arbeitsinspektion vorzunehmen. Die staatliche Arbeitsinspektion, die ist in Warschau und die ist zuständig für gesamt Polen. Also es gibt hier keine lokalen Unterschiede. Wenn Sie einen Arbeitnehmer entsenden wollen, sei es nach Danzig, sei es nach Krakau, sei es nach Poznań, es wird immer eine Anmeldung bei der staatlichen Arbeitsinspektion vorzunehmen sein, und zwar in Warschau. Das klingt zwar wie eine Erleichterung, es ist auch eine unglaubliche Erleichterung, wenn man beispielsweise in die Slowakei schaut. In der Slowakei ist dann immer eine Anmeldung bei der lokalen Behörde vorzunehmen. Allerdings gibt es ein paar praktische Schwierigkeiten für ausländische Unternehmen im Allgemeinen und damit auch für Sie als deutsche Unternehmer bei der Vornahme der Registrierung. Denn die Registrierung des Anmeldeformulars, welches Ihnen ich gleich noch vorstellen werde, kann auf zwei Wegen passieren. Sie kann einerseits klassisch postalisch stattfinden, aber wie Sie wissen, sind momentan die Postwege leicht unstabil, sprich eine Postsendung kann auch manchmal ein bisschen länger dauern, oder Sie können das quasi dem 21. Jahrhundert gerecht auf elektronischem digitalen Wege einreichen. Problem allerdings wird es sein, dieser elektronische digitale Registrierungsvorgang wird für Sie versperrt sein, weil Sie in der Regel als deutsches Unternehmen keinen Zugang zu der sogenannten digitalen Staatsverwaltung in Polen haben werden. Denn um einen Zugang in die digitale Staatsverwaltung von Polen zu haben, müssten Sie eine polnische Telefonnummer haben und Sie müssten über eine sogenannte polnische Identifikationsnummer verfügen, die wir Polen immer bei unserer Geburt bekommen. Die können Sie natürlich beantragen. Die bekommen Sie auch problemlos ausgehändigt. Sie können auch eine polnische Steuernummer, polnische Steuernummer, also eigentlich polnische Telefonnummer beantragen und aufgrund der und sich dann zu der digitalen Staatsverwaltung in Polen anmelden. Die Staatsverwaltung kommuniziert allerdings dann auf ihren jeweiligen Engines nur auf Polnisch, nicht auf Englisch, so dass hier eine Sprachbarriere dann auch vorhanden wäre, Komma, sofern Sie nicht einen polnischsprachigen Mitarbeiter bei sich hätten, der das dann auch betreuen kann. Und deswegen wird es in der Regel darauf zurückgegriffen, dass wir als Kammer eingeschaltet werden. Wir als Kammer nehmen dann als Bevollmächtigte die Registrierung zur staatlichen Arbeitsinspektion vor und betreuen dann auch
den jeweiligen Entsendevorgang. Denn, und hier komme ich, was zu den Anmeldungen gehört, es ist zwingende Pflicht, in Polen bei einer Entsendung eine Kontaktperson gegenüber der staatlichen Arbeitsinspektion zu bestellen, die während der Entsendezeit auch in Polen persönlich anwesend ist. Das kann theoretisch auch der jeweilige entsandte Mitarbeiter selbst sein, dessen Telefonnummer, hier kann es auch die deutsche Telefonnummer sein, benannt wird. Allerdings ist es in der Praxis dann häufig so, dass die Kommunikation auf Polnisch stattfindet, eher weniger auf Englisch, Deutsch erst recht nicht. Und insofern hat man schon, wenn man eine Kontaktaufnahme seitens der staatlichen Arbeitsinspektion erhält, sollte Gewähr geleistet sein, dass hier eine Kommunikation mit dem Arbeitsinspektor, mit der Arbeitsinspektorin dann auch auf Polnisch erfolgen kann. Denn sie sind verpflichtet, diese Kontaktperson in Polen zu benennen für die Dauer des Entsendezeitraumes. Und es ist praxisnah, wenn diese Person dann auch Polnisch spricht. Und wir als Kammer haben hier sehr gute Erfahrungen darin gemacht, dass es eigentlich eine optimale Lösung ist für Unternehmen, wenn das dann eben gerade sowohl der Betreuungsvorgang, also sprich, wenn die registrierende Einrichtung, wenn der registrierende Referent gleich ist mit der jeweiligen Kontaktperson, an die sich dann der Arbeitsinspektor auch direkt und unmittelbar wenden kann. Weiterhin müssen Sie während der Entsendedauer nach Polen bestimmte Unterlagen mit sich führen, beziehungsweise nicht Sie, sondern Sie, der entsandte Mitarbeiter oder dann eben gerade die Einrichtung, die Sie bei der Entsendung in Polen betreut. Diese Aufbewahrung der entsenderelevanten Unterlagen, die kann analog stattfinden. Das heißt, es können ganz normale Papierausdrucke sein, die müssen nicht ins Deutsche übersetzt sein, oder es können auch ganz einfach Scans der Unterlagen sein, die dann beispielsweise auf einem USB-Stick mitgeführt werden und dann bei Bedarf vorgelegt werden können. Dies bedeutet, dass Sie hier ein bisschen die Qual der Wahl haben. In der Praxis wird tatsächlich so verfahren, dass in der Regel die digitale Lösung gewählt wird, einfach aus praktischen Gründen. Die jeweiligen entsenderelevanten Unterlagen, die ich Ihnen gleich vorstellen werde, die werden auf einen USB-Stick gepackt und dann im Falle einer Kontrolle wird dann dieser USB-Stick rausgeholt und die Daten werden dann eingespielt werden. Wenn Sie sich fragen, oh, das ist doch aber datenschutzrechtlich ein bisschen schwierig, das sind doch ganz bestimmt, das sind ja unglaublich datensensible Angaben drauf, die datenschutzrecht umfassend. Ja, aber das polnische Recht gibt den Arbeitsinspektoren das Recht dazu, Einblick zu nehmen in diese datenschutzrelevanten Daten, einfach nur um die Korrektheit der Unterlagen zu überprüfen. Und das ist auch nach den polnischen Vorschriften der DSGVO, heißt in Polen RODO, vereinbar. Mithin ist es dann auch gleichzeitig, weil es ja alles auf europäischem Recht beruht, ist es dann auch mit dem deutschen Datenschutzrecht vereinbar. Da müssen Sie sich diesbezüglich keine Sorgen machen. Was gehört zu den entsenderrelevanten Unterlagen? Und jetzt kommen wir eben gerade zu dem Thema, wieso ich den Vortrag eingeleitet habe über das deutsche Recht. Das grundlegendste Dokument, welches Sie bei sich führen müssen, ist natürlich der Arbeitsvertrag oder der Entsendevertrag, aus dem sich dann Ihr Arbeitgeberrecht ergibt, dass Sie den Mitarbeiter formal juristisch entsenden durften. Wenn eine Entsendung unterhalb der 4 Wochen liegt, des einen Monats, dann können Sie ja natürlich sich zu Recht die Frage stellen, hey, Moment, aber ich habe keine Entsendeklausel, aber ich brauche auch keine Entsendeklausel im Arbeitsvertrag, ich brauche keinen Entsendevertrag, ich berufe mich auf den Paragraphen 106 Satz 2 Gewerbeordnung. Wir haben persönlich die gute Erfahrung gemacht, wenn Sie keinen Entsendevertrag haben, keine Entsendeklausel und Sie sich dann auf den 106 der Gewerbeordnung stützen möchten,
geben Sie hier trotzdem für alle Fälle einfach eine schriftliche Weisung an den Arbeitnehmer heraus. Lassen Sie diese durch den Geschäftsführer oder einer zeichnungsberechtigten Vorgesetzten des zu entsendenden Arbeitnehmers mit. Machen Sie einen Scan daraus, in dem einfach beschrieben wird, Max Mustermann wird für den Zeitraum von bis auf Weisung des Arbeitgebers an den polnischen Kunden in Warschau entsendet werden. Und das ist dann eine ausreichende Grundlage, denn unter Berufung auf den Paragraphen 106 sind Sie safe, dass Sie diese Entsendevoraussetzung erfüllt haben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die jeweilige Arbeitszeitdokumentation, denn Sie müssen hier in diesem Zusammenhang beachten, bei der Arbeitszeitdokumentation sind wir drin in der tiefsten Thematik des Arbeitszeitrechtes. Das Arbeitszeitrecht bestimmt sich aber bei einer Entsendung nicht nach dem Recht des Heimatlandes, also sprich Deutschlands, sondern nach dem Recht des Gastlandes. Also sprich, in unserem Fall wird es Polen sein. Wir empfehlen hier in diesem Zusammenhang, weil es erfahrungsgemäß bei Entsendungen immer zu Überstunden kommt, einen sogenannten Stundenzettel zu führen. Einen sogenannten Stundenzettel, in dem der Arbeitnehmer, der entsandt worden ist, die jeweiligen Stunden herunterschreibt, die er dann verarbeitet hat, die dann gegengezeichnet werden, entweder durch einen Vorgesetzten, der unter Umständen auch mit vor Ort ist, oder dann beispielsweise, dann, wenn er wieder zurück in Deutschland ist, das dann gegengezeichnet wird durch den Vorgesetzten vor Ort. Denn wenn auch eine nachträgliche Kontrolle stattfinden sollte, sind Sie dazu verpflichtet, diese Arbeitszeitdokumentation vorzulegen. Und bei entstandenen Überstunden wird sich der Arbeitsinspektor die Frage stellen, wie wurden denn diese Überstunden ausgeglichen? Und Sie müssen in diesem Zusammenhang beachten, wir haben in Polen nicht so etwas wie ein sogenanntes Arbeitszeitkonto, wie es eigentlich schon die Regel in deutschen Unternehmungen ist. Wir haben vergleichbare juristische Regelungen, die einem Arbeitszeitkonto recht nahe kommen, in denen dann auch die Überstunden durch Freizeit ausgeglichen werden. Und wir haben hier eine juristische Argumentation uns als Kammer zurechtgelegt, die dann auch von der jeweiligen Arbeitsinspektion bisher bei den Kontrollen immer akzeptiert worden ist. Wieso hier beispielsweise eine Arbeitsüberstundenerfassung stattfindet auf Grundlage eines Systems, sprich des Arbeitszeitkontos, welches jetzt in dieser Form nicht nach dem polnischen Recht vorgesehen ist, obwohl hier eigentlich polnisches Arbeitszeitrecht hätte Anwendung finden müssen. Also in diesem Zusammenhang, wenn Sie ein Arbeitszeitkonto nutzen und wenn es dann tatsächlich zu Überstunden kommt, ist mit der juristischen Argumentation dann auch hier ein Überstundenausgleich ganz normal nach deutschem Recht zu leisten, muss dann aber in die entsprechende juristische Form nach polnischem Recht gelegt werden. Die Arbeitsbescheinigung würde ich Ihnen gleich noch mal ein bisschen vertiefter darstellen. Was noch mitzuführen ist, das sind die Vergütungsunterlagen. Die Vergütungsunterlage hier am besten in Form eines Lohnzettels. Wieso müssen Sie die Vergütungsunterlagen mitführen? Denn auch im Hinblick auf die jeweilige Entlohnung auf den Mindestlohn sind Sie darauf angewiesen, hier polnischen Mindestlohn anzuwenden, die polnischen Mindestlohnregelungen. Das ist aber eine Regelung, die für Sie als deutsches Unternehmen eher theoretischer Natur ist, weil selbstverständlich ist ein deutscher Mindestlohn, den Sie ohnehin verpflichtet sind zu zahlen, und Sie zahlen sicherlich mehr als den Mindestlohn, sind Sie weit darüber hinweg, was die polnischen Mindestlohnregelungen vorsehen. Auch wenn das jedem Arbeitsinspektor klar ist, dass man in Deutschland besser verdient, als man es in Polen tut, zumindest im Hinblick auf die Mindestlohnregelung, sind Sie trotzdem verpflichtet, einen entsprechenden Nachweis dem Mitarbeiter mitzugeben oder beziehungsweise an die Einrichtung zu geben, die Sie betreut. Kurz zu der A1-Bescheinigung. Wenn Sie Mitarbeiter schon mal ins Ausland entsandt haben, dann wissen Sie, was eine A1-Bescheinigung ist. Das ist der Nachweis darüber, dass der jeweilige entsandte Mitarbeiter dem Sozialversicherungsrecht
auch während der Entsendung dem Sozialversicherungsrecht seines Heimatstaates unterliegt, sprich Deutschlands. Das heißt, die Sozialversicherungsbeiträge werden auch während der Dauer der Entsendung weiterhin ganz normal nach deutschem Recht berechnet, ganz normal nach deutschem Recht abgeführt. Polnisches Recht findet hier keine Anwendung und dafür dient eben gerade der Nachweis der sogenannten A1-Bescheinigung. Wo ist die A1-Bescheinigung zu beantragen? Die A1-Bescheinigung wird bei der zuständigen Einzugsstelle beantragt. Das ist die gesetzliche Krankenversicherung in der Bundesrepublik, bei dem der jeweilige Mitarbeiter angemeldet ist. Einen wichtigen Punkt möchte ich Ihnen noch im Rahmen des Exkurses auf zwei Punkte zu sprechen kommen, die in der letzten Zeit in der Praxis als ja, praxisrelevant aufgekommen sind, die in der Vergangenheit eher unter eine untergeordnete Rolle gespielt hätten. Und zwar die sogenannte medizinische Eignungsuntersuchung und die sogenannte Arbeitsschutzschulung. Zunächst möchte ich mal ganz kurz auf die medizinische Eignungsuntersuchung eingehen. Wir haben in Polen die absolute bedingungslose Pflicht, auch wenn wir einen stinknormalen Bildschirmarbeitsplatz haben, uns einer medizinischen Eignung auch für diesen Bildschirmarbeitsplatz zu unterziehen. Das heißt, in Deutschland unterscheidet man ja zwischen Pflichtuntersuchung und Angebotsuntersuchungen. Bildschirmarbeitsplätze sind in Polen, sind in Deutschland Angebotsuntersuchungen. Alles, was mehr die Gesundheit gefährdet, sind dann Pflichtuntersuchungen. Bei einem Scrum Master, wenn Sie in der IT-Beratung tätig sind, wird der lediglich eine Angebotsuntersuchung unterliegen. In Polen wird allerdings auch ein Scrum Master, dessen Beruf jetzt nicht unbedingt zu den Gefahrengewerken gehört, sich einer medizinischen Eignungsuntersuchung unterziehen müssen, ob er denn tatsächlich medizinisch fit ist, um ein Scrum Master dann zu sein. Und gerade auch bei technischen Beratern, die jetzt in reinen Bildschirmarbeitsplätzen arbeiten, haben wir jetzt neulich einen Fall gehabt. Da hatten wir wirklich einen sehr, sehr fuchsigen Arbeitsinspektor, der hat gesagt, naja, es ist hier polnisches Recht anzuwenden. Wäre rein theoretisch hier vor der Arbeitsaufnahme in Polen, vor der Entsendung nach Polen, spätestens allerdings am Entsendetag eine arbeitsmedizinische Untersuchung vorgenommen zu werden. Das wurde nicht durchgeführt. Wir haben uns dann noch gütlich geeinigt, dass dann diese arbeitsmedizinische Untersuchung dann durchgeführt wurde, dass dieser Ingenieur dann eben gerade gecheckt wurde. Es war ein reiner Bildschirmarbeitsplatz, also das war kein Ingenieur, der auf einer Baustelle unterwegs gewesen ist, sondern der tatsächlich vor seinem Rechner gearbeitet hat. Aber der Kunde wollte, dass dann diese Tätigkeit dann in Polen ausgeführt wird. So konnten wir die Kurve nochmal kriegen. Aber das war wirklich kurz vor knapp, dass hier eine Geldbuße seitens der Arbeitsinspektion verhängt worden wäre. Da muss man auch wirklich sagen, das deutsche Unternehmen sich ein bisschen quergestellt hat. Wir haben von vornherein gesagt, es gibt hier diese Gefahr, lassen Sie zumindest betriebsärztlich in Deutschland checken, denn deutsches Gesundheitszeugnis wird in Polen anerkannt. Die wollten sich nicht die Mühe machen. Den Salat hatten wir dann im Nachgang in Polen. Deswegen, wenn Sie einen Mitarbeiter nach Polen entsenden, der in Deutschland lediglich einer Angebotsuntersuchung unterliegt, lassen Sie ihn trotzdem untersuchen, nehmen Sie dann diesen arbeitsmedizinischen Nachweis mit, dass er medizinisch getestet worden ist. Die deutschen betriebsärztlichen Untersuchungen, die medizinischen Checks werden in Polen akzeptiert. Ansonsten müssen Sie dann für diesen jeweiligen Mitarbeiter eine medizinische Untersuchung dann in Polen einleiten. Wenn der entsandte Mitarbeiter ohnehin einer Pflichtuntersuchung unterliegt, dann stellt sich für Sie diese Problematik nicht. Denn diese Pflichtuntersuchung, die Sie ja ohnehin schon nach deutschem Recht verpflichtet sind, durchzuführen, wird dann auch in Polen akzeptiert werden. Dauerthema. Klassische Arbeiten auf Baustellen. Deswegen
bitte, bitte fügen Sie das dann auch auf den USB-Stick oder eben gerade als analogen Nachweis mit. Etwas anderes gilt dann im Hinblick auf die Arbeitsschutzschulung der entsandten Mitarbeiter. Hier haben Sie wiederum eine etwas andere Auslegung der Vorschriften, als es auf die medizinische Untersuchung gilt, denn Sie sind ja auch nach deutschem Recht verpflichtet, eine sogenannte Arbeitsplatzschulung Ihrem Mitarbeiter in Deutschland anzubieten. Diese wiederum wird nicht anerkannt in Polen. Das heißt, Sie sind dazu verpflichtet, für Ihren Mitarbeiter bei einer Entsendung nach Polen sicherzustellen, dass er vor der Arbeitsaufnahme bei dem Kunden in Polen eine Arbeitsschutzschulung durchläuft. In der Regel ist es aber so, und das ist diese gute Nachricht, wenn Sie gerade einen kleinen Schockmoment durchlebt haben. Die gute Nachricht ist, dass die Kunden, gerade die internationalen Konzerne, zu denen ganz viel entsandt wird, diese Arbeitsschutzschulung für Sie vor Ort in Polen organisieren, denn sie würden Sie nicht mal auf das Betriebsgelände ohne eine entsprechende Arbeitsschutzschulung lassen. Die Strafen für eine fehlende Arbeitsschutzschulung in Polen gehören mit zu den höchsten Strafen, die als Verwaltungsstrafen vorgesehen sind. Gerade die internationalen Konzerne wollen absolut diesbezüglich sauber sein, sind dann auch päpstlicher als der Papst manchmal und lassen dann die jeweiligen entsandten Mitarbeiter ohne eine Arbeitsschutzschulung nicht auf das Betriebsgelände, bieten allerdings dann aber von sich aus, weil sie dann einen sogenannten Arbeitsschutzschüler bei sich im Betrieb haben, dann auch auf das dann im Rahmen der Kooperation bei sich an. Meine lieben Damen und Herren, beigefügt habe ich Ihnen hier das Anmeldeformular einfach nur zur Ansicht. Der Vortrag heute wird hier aufgenommen. Sie können auch gerne den Vortrag als PDF-Dokument dann auch sicherlich bei Frau Glas einholen. Ich habe Ihnen einfach nur mal dieses Formular beigefügt, damit Sie mal sehen, wie das aussieht. Das Formular kann in zwei Sprachen ausgefüllt werden. Das kann auf Englisch oder auf Polnisch ausgefüllt werden. Die Ausfüllung ist eigentlich in der Regel eher weniger das Problem. Diese amtlichen Vordrucke, die dann einzureichen sind, sind offen gesagt verhältnismäßig einfach gehalten. Sie müssen allerdings bitte beachten, dass die Probleme bei der Einreichung bestehen. Also nicht bei der inhaltlichen Ausfüllung, sondern tatsächlich bei der technischen Einreichung der jeweiligen Dokumente, wenn Sie sie elektronisch einreichen wollen oder beziehungsweise wenn Sie das Risiko auf sich nehmen wollen, das postalisch zu versenden, denken Sie bitte, am Tag der Entsendebeginns muss das Registrierungsformular bei der staatlichen Arbeitsinspektion in Polen eingegangen worden sein. Meine lieben Damen und Herren, kurz zu der Thematik des neuen Rechtes, welches durch eine europäische Richtlinie 2018 vorgegeben worden ist. Es gab dann eine zweijährige Umsetzungszeit in den jeweiligen Mitgliedstaaten. Polen war eines der ersten Länder, welches dann zeitgerecht die EU-Richtlinie umgesetzt hat, sodass wir die neuen Vorschriften ab dem 1.7.2020 gelten haben. Es ist dann aber, Sie wissen, was los war im Sommer 2020, da hatten wir alle andere Sorgen als die neue EU-Entsenderichtlinie. Deswegen habe ich Ihnen an dieser Stelle nochmal dieses Neu beibehalten, obwohl es jetzt nicht mehr so ganz neu ist, weil es vielerorts immer noch ein bisschen untergegangen ist. Die Änderungen, die aber damit eingeführt worden sind, sind aber doch schon ziemlich gravierend. Denn eine der wichtigen Änderungen, welche eingeführt worden ist, und das ist eigentlich meines Erachtens nach in der Praxis die wichtigste Änderung: Sie sind jetzt nunmehr dazu verpflichtet, Änderungen in der Entsendung gegenüber der staatlichen Arbeitsinspektion anzuzeigen. Ich möchte Ihnen das mal kurz anhand eines Beispiels darstellen. Stellen Sie sich bitte vor, Sie entsenden einen Mitarbeiter vom 1.4. bis zum 10.4. nach Polen. Tragen das alles in das Formular ein, reichen das spätestens am 1.4. bei der staatlichen Arbeitsinspektion ein.
Der Arbeitnehmer ist aber ziemlich flott fertig geworden, ist schon am 8. mit dem gesamten Projekt, für das er nach Krakau angereist gekommen ist, fertig geworden, packt seine Sachen, fährt wieder zurück zu ihnen nach Augsburg. Das war früher in der alten Rechtslage überhaupt gar kein Problem, dass er einfach seine Sachen packt und zurückfährt. Jetzt sind sie dazu verpflichtet, anzuzeigen, dass hier eine Verkürzung der Entsendedauer stattgefunden hat. Denn auf dem ursprünglichen Registrierungsformular steht drin vom 1. bis zum 10. Es ist aber tatsächlich eine Verkürzung eingetreten. Jetzt sind sie dazu verpflichtet anzugeben, hier fand eine Entsendung nur bis zum 8.4. statt. Das Gleiche gilt, wenn Sie beispielsweise eine Entsendung durchführen, die einer Unterbrechung unterliegt. Nehmen wir jetzt mal den Zeitraum beispielsweise vom 1.4. bis zum 21.4. wurde als Entsendezeitraum angegeben. Dem Mitarbeiter ist etwas Privates dazwischen gekommen, muss für 4 Tage zurück nach Augsburg aus Krakau, sprich hat vom 1. bis zum 10.4. in Krakau gearbeitet, muss am 10.4. zurück nach Augsburg fahren, verbleibt 4 Tage in Augsburg und reist am 15.4. wieder zurück nach Krakau, bleibt dort bis zum 21.4. Diese Änderung sind Sie verpflichtet anzuzeigen. Genauso, wenn es darum geht, dass ein Mitarbeiter einen Standortwechsel innerhalb von Polens durchführt. Beispielsweise, Sie geben auf dem ursprünglichen Formular an, es findet eine Entsendung vom 1.4. bis zum 10.4. Nach Krakau statt, und es wird eine Dienstleistung bei dem und dem Unternehmen durchgeführt werden. Jetzt ist es so, dass der Mitarbeiter unglaublich flott durchgekommen ist durch das Projekt, war am 8.4. dann fertig und Sie sagen dann, oh okay, wir haben aber noch einen Kunden in Danzig, da könnte doch der Mitarbeiter noch für die nächsten 2 Tage nochmal nach Danzig hochdüsen und da auch eine Projekttätigkeit noch durchführen. Die Änderung dieses Standortes von dem Kunden in Krakau an den Kunden in Danzig sind Sie auch verpflichtet, der Arbeitsinspektion anzuzeigen. Also das ist wirklich so das wichtigste Novum meines Erachtens nach bisher in der Praxis, welches eingeführt worden ist. Das Formular selbst unterscheidet sich nicht wesentlich von dem Ursprungsformular, welches ich Ihnen eben gerade aufgezeigt habe. Es sind dann jeweils einfach nur die neuen Daten einzutragen. Ansonsten sind die jeweiligen Felder absolut identisch. Eine weitere wichtige Neuerung, welche mit dem neuen Recht eingeführt worden ist, das ist die Thematik, dass eine Entsendung nicht mehr als 12 Monate prinzipiell dauern dürfte. Das heißt jetzt nicht, dass nach 12 Monaten der jeweilige Mitarbeiter aus Polen rausgeworfen wird. Sondern es bedeutet, dass wenn eine Entsendung über 12 Monate dauert, auf das Arbeitsverhältnis insgesamt nicht das deutsche Arbeitsrecht mehr Anwendung finden wird, sondern das polnische Arbeitsrecht. Und das ist eine große Unbekannte für Sie als einen deutschen Arbeitgeber, der natürlich an das deutsche Arbeitsrecht gewohnt ist. Welches immer noch risikobehaftet ist. Es gibt da zwar Ausnahmen, wo das polnische Arbeitsrecht keine Anwendung finden würde. Das sind hier beispielsweise Wettbewerbsverbote, das ist beispielsweise die betriebliche Altersvorsorge-System. Allerdings haben Sie beispielsweise bei der Thematik von Abfindungsansprüchen. Da sind Sie ganz, ganz tief dann im polnischen Arbeitsrecht drin und Sie müssen beachten, das polnische Arbeitsrecht stellt den Arbeitnehmer in vielen Bereichen viel, viel günstiger, als es das deutsche Arbeitsrecht vorsieht. Und das bedeutet in diesem Hinblick, es wird dann immer so ein Günstigkeitsvergleich angestellt, welche Norm oder welche Vorschrift des polnischen Rechtes stellt den Arbeitnehmer besser dar, als es das deutsche Recht tut. Und dort, wo eine sogenannte Besserstellung des jeweiligen Mitarbeiters stattfinden wird, wird polnisches Recht Anwendung finden und kein deutsches Recht. Und das wird dann eintreten, wenn eine Entsendung über 12 Monate
12 Monate stattfinden wird. Momentan ist uns bisher noch kein Praxisfall vorgekommen, in der eine Entsendung diese Grenze von 12 Monaten überschritten hätte. Es wird aber früher oder später dann auch so vorkommen. Und Sie haben dann im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Sie haben diese Möglichkeit, einen Antrag zu stellen, beispielsweise eine Entsendung auf 18 Monate noch zu verlängern, also dass der jeweilige Mitarbeiter noch dem deutschen Arbeitsrecht weiterhin unterliegt, müssen allerdings so ein Motivationsschreiben aufsetzen an die jeweilige Arbeitsinspektion, wieso hier eine Entsendung von den ursprünglichen 12 Monaten auf bis zu 18 Monate verlängert werden soll. Dafür ist dann auch, Sie werden sich sicherlich denken, ein Formular zu verwenden, auf welchem dann die Begründung dann abzugeben ist. Erfahrungswerte gibt es diesbezüglich noch nicht, welche Gründe akzeptiert werden seitens der polnischen Arbeitsinspektion und welche Gründe zurückgewiesen werden. Ich denke, bei folgenden Webinaren werde ich Ihnen sicherlich dazu mehr erzählen können. Das ist allerdings noch zu frisches Thema, um hier einen Erfahrungshorizont bilden zu können. Wichtig ist bitte, und das beachten Sie, dass diese 12 Monate wirklich nicht überschritten werden, denn, und das ist noch so eine besondere trickige Sache, es muss sich nicht nur auf einen Mitarbeiter beziehen. Die Entsendezeiträume können auch addiert werden. Das heißt, Sie entsenden Mitarbeiter A für einen Zeitraum von 6 Monaten nach Polen und Sie entsenden danach ein Mitarbeiter B für die Ausübung der gleichen Tätigkeit am gleichen Ort, sprich beim gleichen Kunden, für 7 Monate. Sie sind dann insgesamt bei 13 Monaten. Das heißt, für den Mitarbeiter B wird dann ab dem 12. Monat polnisches Arbeitsrecht gelten. Und da müssen Sie wirklich ganz, ganz doll aufpassen, dass diese 12-Monats-Regelung sich nicht nur auf einen Arbeitnehmer bezieht, sondern sie findet dann Anwendung eben gerade auf die Tätigkeit am gleichen Ort, die durch Ihre Mitarbeiter durchgeführt werden. Es findet eine sogenannte Addition der Entsendezeiträume statt. Meine lieben Damen und Herren, kurz hier noch der Überblick über die staatliche Arbeitsinspektion und wie dann die Kontrolle dann in der Praxis dann aussieht. Das bezieht sich jetzt hier auf einen Fall, wo dann schon die mündliche Kontaktaufnahme mit der Kontaktperson stattgefunden hat. Man bekommt ein Aufforderungsschreiben der staatlichen Arbeitsinspektion zur Vorlage der Dokumente mit einem jeweiligen Fragenkatalog. Dieser Fragenkatalog hat in der Regel mehrere Seiten, 2 bis 3 Seiten an Fragen, die dann aufgeführt werden. Es wird dann seitens von uns oder beziehungsweise seitens des Unternehmens, wenn das Unternehmen die Entsendung selbst betreut, eine Stellungnahme erfolgen zu den Fragen, beispielsweise Arbeitszeitkonto. Wieso wurde hier das für den Überstundenausgleich auf die Systematik eines Arbeitszeitkontos zurückgegriffen und es wurde keine polnische Regelung angewandt. Dann kommen zu dieser Stellungnahme, die Sie als Unternehmen dann abgeben, Nachfragen seitens der Arbeitsinspektion und es entsteht ein rechtlicher Dialog. Es steht ein rechtlicher Dialog, wieso beispielsweise diese Vorschrift im deutschen Arbeitsrecht, bleiben wir mal zu dem Arbeitszeit Konto jetzt nicht im Widerspruch zu der Maßgabe steht, einen Überstundenausgleich nach den polnischen Vorschriften zu leisten und unter welchen Vorschriften, Zitaten aus dem polnischen Arbeitsgesetzbuch wir denn unsere Stellungnahme drauf stützen. Nach diesem rechtlichen Dialog nimmt sich dann die Arbeitsinspektion noch kurz ein bisschen Zeit, um alles sacken zu lassen, trifft dann eine Entscheidung. Und in der Regel sind bisher alle Entscheidungen positiv ausgefallen, denn es konnten immer noch Heilungen dann, naja, zu Heilungen überzeugt werden. Mit Heilung meine ich, dass diese rechtlichen Fehler geheilt worden sind. Siehe beispielsweise der Ingenieur, der keine arbeitsmedizinischen Untersuchungen unterlag oder dann eben gerade die Problematiken mit den Arbeitszeitkonten. Meine lieben Damen und Herren, ganz zum Schluss nur noch wirklich, wirklich überblicksmäßig Arbeitnehmerentsendung und Steuern.
sicherlich wird Ihnen das schon bekannt sein. Beachten Sie hier bitte diese 183-Tage-Regelung. Bis zu 183 Tagen wird deutsches Einkommenssteuerrecht Anwendung finden auf das Gehalt, welches der entsandte Mitarbeiter in Polen bezieht. Ab einer Überschreitung von 183 Tagen wird polnisches Einkommensteuerrecht auf das in Polen bezogene Gehalt des entsandten Mitarbeiters Anwendung finden. Das heißt, sein Lohn wird und den polnischen Lohnsteuervorschriften ab dem 183. Tag unterliegen. Bedeutet aber für ihn keine steuerliche Mehrbelastung, denn nach den Vorschriften des deutsch-polnischen Doppelbesteuerungseinkommens wird dann die in Polen abgeführte Lohnsteuer in Deutschland berücksichtigt und dann auch in Abzug gebracht werden. So, meine lieben Damen und Herren, das war's von meiner Seite aus. Ich habe ein bisschen überzogen, bitte sehen Sie es mir nach. Und jetzt stehe ich Ihnen gerne für Fragen und Antworten zur Verfügung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Fedorczyk, für diese Ausführungen. Man sieht doch, wie komplex eigentlich dieses Thema Mitarbeiterentsendung ist, wie viele Regelungen es zu beachten gibt. Und eine der häufigsten Fragen, die an uns auch gerichtet werden, das ist, was können denn für Fehler passieren oder was sind die häufigsten Fehler, die Unternehmen passieren können, wenn sie ihre Beschäftigten entsenden? Der häufigste Fehler ist, ja, häufig diese Einstellung bei Unternehmen, das muss man leider Gottes sagen, auch was in Deutschland gilt, das wird schon auch im Ausland gelten und wird schon schief gehen. Also das ist so eine gewisse falsche Einstellung. Und da muss man wirklich, und das sagt nicht nur ich, das sagen auch die AHK-Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern, bitte seien Sie davor gefeit, diese Einstellung überhand zu nehmen bei einem Unternehmen, was in Deutschland gilt, das wird auch schon im Ausland gelten. Das ist wirklich eine grundlegend falsche Einstellung, denn sie müssen eine juristische Sensibilität entwickeln, dass in dem jeweiligen Zielland, in welches sie ihren Arbeitnehmer entsenden, völlig andere Regelungen entstehen, existieren können und verpflichtend sind, als diejenigen, die Sie aus Deutschland heraus kennen, aus Ihrem Heimatstadt. Und Polen zählt wirklich zu den sehr, sehr netten und lieben Ländern, und das meine ich jetzt wirklich im Ernst, wenn ich das sage, was die Strenge der Kontrollen der Arbeitsinspektion angeht. Wenn Sie sicherlich schon mal sich mit der Entsendethematik befasst haben und beispielsweise Mitarbeiter nach Österreich oder nach Frankreich entsendet haben, da gilt ein völlig anderer strenger Maßstab, als das es in Polen der Fall ist. Und insofern ist die generelle Aussage, die ich Ihnen wirklich hier an die Hand geben kann, ist: befassen Sie sich wirklich damit, welche Regelungen in dem jeweiligen Land denn existieren. Meine persönliche Empfehlung ist, wenn Sie regelmäßig Mitarbeiter ins Ausland entsenden, machen Sie sich dann bei sich im Betrieb eine Excel-Tabelle, schreiben Sie sich in diese Excel-Tabelle die Voraussetzungen hinein. Für Polen gelten diese Voraussetzungen, für Österreich diese, für Frankreich diese Voraussetzungen, denn es gibt in diesem Mikromanagement Unterschiede. Und vor allem, wenn ich Ihnen jetzt sage, hey, mit dem polnischen Arbeitsinspektor, mit der polnischen Arbeitsinspektorin kann man reden. Die lassen sich in einem Dialog überzeugen. Das kann ich sicherlich nicht für die österreichischen Arbeitsinspektoren sagen. Das kann ich auch nicht für die französischen Arbeitsinspektoren sagen. Ja, vielen Dank. Eine weitere Frage, die uns erreicht ist: Kann die Kontaktperson für die polnischen Behörden auch ein Mitarbeiter aus dem Werk in Polen sein? Ja, das ging auch. Klar, das ginge auch. Also es ist jetzt nicht darauf beschränkt, dass es der entsandte Mitarbeiter selbst sein soll. Es kann natürlich auch jemand in dem Betrieb des Kunden sein, bei dem die Dienstleistung ausgeführt wird. Das ist von formalen Gesichtspunkten wirklich kein Problem. Beachten Sie nur bitte, wenn dann eine Kontrolle reinkommt, er muss dann auch gefeilt sein, dass er dann der Arbeitsinspektion Rede und Antwort stehen muss. Okay. Aber formaljuristisch, klar, geht das. Ja, okay.
Dann, was ist mit der Meldung nach 3 Monaten bei der entsprechenden Woiwodschaft? Gilt diese Pflicht auch für Mitarbeiter, die regelmäßig alle 14 Tage heimreisen? Das kommt drauf an. Also, dass es jetzt so eine typische Juristenantwort ist, kommt drauf an. Ganz offen gesagt, bei einer Entsendung, wenn vorhersehbar ist, dass eine Rückkehr nach Deutschland in einem absehbaren Zeitraum stattfinden wird, sehe ich jetzt nicht, dass die Meldepflicht Voraussetzung bei der Anmeldung bei der Woiwodschaft erfüllt wären. Das heißt, wenn es sich de facto um einen Pendler handelt, der regelmäßig wieder zurück nach Deutschland fährt und der auch seinen Lebensmittelpunkt in Deutschland hat, würde ich diese Meldepflicht, die sich ja eigentlich mehr auf einen Umzug, also auf eine dauerhafte Verlegung des Lebensmittelschwerpunktes nach Polen bezieht, würde ich jetzt nicht so sehen, dass hier eine Anmeldung beim polnischen Woiwodschaftsamt stattfinden müsste, um dieser Meldepflicht nachzukommen. Das sehe ich an dieser Stelle nicht mehr. Ja, dann noch eine Frage bezüglich des Meldeformulars. Eine Teilnehmerin fragt, sie sendet das immer per Mail statt per Post an die Arbeitsinspektion, ob das auch okay ist? Nein, nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen, nein, 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 nein. Das bitte, bitte hören Sie sofort mit dem heutigen Tage, mit dieser Praxis auf, denn das ist einfach eine Versendung per einfacher E-Mail, die erfüllt nicht die Registrierungsvoraussetzung. Okay. Das ist im Endeffekt eine Situation, in dieser bringen Sie quasi einen Arbeitsinspektor, eine Arbeitsinspektorin auf den Pfad, dass Sie wissen, wo eine Entsendung hin stattfindet, und gleichzeitig wissen Sie, dass eine inkorrekte Entsenderegistrierung stattgefunden hat. Bitte lassen Sie das. Ja, dann nochmal zur Meldepflicht, beziehungsweise Änderungsmeldung. Das heißt, muss auch jede Heimreise gemeldet werden, sprich müsste man für jede regelmäßige Einreise eine eigene Meldung, zum Beispiel von Montag bis Freitag, erstellen. Nein, nein, nein. Für solche Wochenendheimreisen nicht. Dafür gilt diese Änderungsmeldung nicht. Sie gilt jetzt, wenn innerhalb der regulären Dienstleistung es zu einer Unterbrechung gekommen wäre. Wenn es hier tatsächlich eine Heimreise im Rahmen seiner Freizeit stattfindet, dann ist keine neue Anmeldung vorzunehmen. Also Klassiker eben gerade diese Wochenendreisen. Nein, nein, nein. Ja, dann nochmal eine Frage. Werden die 182 Tage bezüglich Übergang zur Steuerpflicht nach Polen pro Kalenderjahr addiert? 183 Tage, genau diese 183 Tage, 183? genau diese 183 Tage, nee, die beziehen sich nicht auf das Kalenderjahr, die beziehen sich auf die 12 Monate. Also egal wann die Entsendung stattfindet, die Uhr fängt an mit einer Bezugsgröße von 12 Monaten, nicht im Hinblick auf das Kalenderjahr. Okay, ja. Super. Vielen Dank, Herr Fedorczyk. Also wir sehen, das Thema ist doch aktuell. Viele Unternehmen haben damit einfach zu tun. Und Ihnen ganz herzlichen Dank für die Beantwortung der Fragen. Und auch liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wenn bei Ihnen jetzt noch etwas auftaucht, dann können Sie auf jeden Fall entweder uns, die IHK Schwaben, oder auch Herrn Fedorczyk bei der AHK Polen dazu ansprechen. Sie sehen, wir haben hier einen wirklichen Experten, was das Thema Entsende-Thematik anbelangt. Und können Sie denn auch selbst bei der AHK dann die Unternehmen vor Ort unterstützen? Haben Sie da auch Dienstleistungen, die Sie dann anbieten? Ja, das machen wir. Also wir stellen eigentlich ein komplett Paket zur Verfügung von der Registrierung über die Stellung der Kontaktperson bis hin eben gerade zur rechtlichen Betreuung des jeweiligen der jeweiligen Entsendekontrolle. Da haben wir auch eine entsprechende Notfall-Hotline eingerichtet,
Das ist ein gesamtes Team, welches auch diesbezüglich rotiert. Wir wissen um die Praxis, wir kommen ja selbst aus der Praxis, also wir wissen, dass jetzt hier es nicht so ist, wie sich der Gesetzgeber manchmal vorstellt, so oh, es wird eine Planung durchgeführt werden können und sicherlich hat ein Unternehmen 2 Wochen Zeit, um dann alle Formalitäten auszuerfüllen. Wir wissen beispielsweise, dass es dann ganz häufig so ist, ein Kunde ruft bei Ihnen an, sagt, ich brauche bis morgen beispielsweise diesen und diesen Techniker oder diesen und diesen Service-Dienstleister, die müssen nach Polen kommen. Innerhalb von 24 Stunden ist dann eine Entsendung zu organisieren und da reagieren wir auch entsprechend mit unserer Ja. Dynamik, dass wir dann die gesamte Ja. Registrierung dann zur Ja. Verfügung stellen können. Nochmal eine Frage. Ja, das ist schön, Ja. dass Sie sich so rege beteiligen. Das freut uns natürlich. Nochmal zum Meldeformular. Wie kann ich das ausgefüllte Formular dann richtig elektronisch versenden? Ja, das geht nur über diese digitale Staatsverwaltung. Das ist diese ePUAP. Dazu brauchen Sie einen Zugang. Diesen Zugang werden Sie nur bekommen, wenn Sie eine polnische Identifikationsnummer haben, diese sogenannte PESEL-Nummer. Die bekommen wir Polen bei der Geburt, aber die können Sie auch als EU-Bürger in Polen beantragen und dann brauchen Sie eine polnische Telefonnummer. Genau. Und dann haben Sie Zugang zu der digitalen Staatsverwaltung und über diese digitale Staatsverwaltung können dann eben gerade die Formulare dann e-signiert werden und hochgeladen werden mit eben gerade diesen Zugangsdaten. Ja, dann nochmal, wenn wir mehrere Mitarbeiter vor Ort haben, werden auch diese Zeiten addiert? Nein, 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 nein. Also es bezieht diese Zeiten werden nicht addiert. Es bezieht sich immer auf die gleiche Tätigkeit am gleichen Ort. Mehrere Arbeitnehmer, die entsandt worden sind, können ja nicht die gleiche Tätigkeit wahrnehmen. Es bezieht sich darauf, was man aus dem vorherigen Entsenderecht kannte, dass man kein Personenwechsel durchführen kann. Dass quasi hier eine Dauerschleife bei der Entsendung entsteht, namentlich in Ja. der Form, dass quasi in Unendlichkeit hier eine Entsendung hätte stattfinden können. Das ist ja nicht der Zweck der Entsendung, die ja immer nur einen vorübergehenden Charakter hat. Das heißt, Sie können problemlos 5 Mitarbeiter beispielsweise auf ein Projekt entsenden. Diese Zeiten werden nicht addiert. Aber, und da müssen Sie aufpassen, wenn Sie jetzt beispielsweise aus diesen fünf Mitarbeitern, die entsandt worden sind, einer Max Mustermann heißt. Und Max Mustermann kommt nach 6 Monaten zurück nach Deutschland. Und anstelle von Max Mustermann entsenden Sie Ina Mustermann, die für Max Mustermann dann diese Tätigkeiten ausführt. Dann werden diese Zeiten von Max Mustermann, Frau Ina Mustermann, angerechnet. Okay, ja, danke. Dann ein Teilnehmer fragt: Sende die Meldung per Einschreiben mit Rückschein. Müssen dem Meldeformular auch weitere Unterlagen beigelegt werden? Nein. Also die Unterlagen, also es reicht ausschließlich aus, wenn das Registrierungsformular eingereicht wird. Das Registrierungsformular selbst hat ja noch einen Anhang, in den dann die jeweiligen Arbeitnehmerdaten einzutragen sind. Das ist dann auch auf der Präsentation angegeben. Die Entsendeunterlagen, die ich aufgeführt habe, Entsendevertrag oder beziehungsweise der Arbeitsvertrag, die Lohnnachweise, die Stundennachweise, die E1-Bescheinigung, das alles muss zwar in Polen während der Entsendung vorhanden sein, aber das wird nicht dem Registrierungsschreiben beigefügt. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Fadorczyk, für die Beantwortung dieser ganzen interessanten Fragen, für Ihren tollen Vortrag. Wie gesagt, Sie stehen als Ansprechpartner da jederzeit zur Verfügung. Und vielen Dank auch für Ihre Fragen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, und für Ihr Interesse. Wir haben im Mai auch eine weitere Veranstaltung zum Thema Mitarbeiterentsendung. Das wäre am 18. Mai. Die Veranstaltung ist dieses Mal in Präsenz geplant und wir würden uns freuen, wenn wir Sie dazu wieder begrüßen könnten und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und Ihnen auch noch einen schönen Tag, lieber Herr Fedoczek, und vielen, vielen Dank nochmal. Unglaublich gerne. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Ja, danke, Sie auch. Tschüss. Dankeschön. Alles Gute, tschüss. Jo, tschüss.